heute sind wir im schönen Köln und Peter Klöppel trennt, ja. Hallo Herr Klöppel. Darf ich einsteigen? Wir nehmen Sie auch so mit. Wir lassen die Uhr aus. Bei dem Wetter. So, erstmal schönen guten Tag. Tag, Hermann. Hallo. Hallo. Und ab geht die wilde Fahrt. Moment. Oh, die Tür sind nicht zu. Sehr gut. So, heute zum Sport in diesem Auto, nicht mit Ulrike von der Grüm, sondern mit Sebastian Hellmann. Wann zuletzt Sport gemacht? Heute Morgen um 6 Uhr. Um 6 Uhr? Ja, 5 vor 6 aufgestanden, um 6 Uhr stand ich auf dem Laufband und dann bin ich 55 Minuten gelaufen. 55 Minuten, Wahnsinn. Ja, was aber nicht sehr weit, 7,5 Kilometer, ich laufe nicht so schnell, also deswegen. Leidenschaft, Laufen, Tennis, Tiefschnee? Genau, alles drei. Am meisten im Moment Laufen, dazu komme ich am ehesten. Tennis war im Sommer leider nicht ganz so intensiv, wie ich es mir gewünscht habe, aber ich darf zumindest in unserem Club in der Herrenmannschaft über 50 mitspielen, Kreisliga C. Habe auch dreimal, Gott sei Dank, meine Einzel gewonnen, also zumindest etwas. Und Tiefschneefahren, viel zu selten, aber das am allerliebsten. Den Marathon sind Sie gelaufen? Zweimal schon, ja. Ja, und wenn man das spürt, ist die Stadt dann das größte Stadion der Welt? Wenn man da läuft, kann man das so sagen? Ja, aber manchmal hat man auch das Gefühl, das Stadion ist nicht überall ausverkauft. Also es gibt auch Ecken hier in Köln, da war es ein bisschen trübe. Auch in New York, als ich gelaufen bin vor 4 Jahren, war es an einigen Ecken ein bisschen still. Aber New York, wo ich jetzt im November wieder laufe, das ist, glaube ich, von der Menge der Zuschauer her immer noch das Größte. Und das trägt einen auch ganz gut, so über die 42 Kilometer. Auch in New York gibt es Ecken, wo keiner steht? Ja, leider. Tatsächlich? Leider, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, das sieht im Fernsehen immer so aus, als würden da nur in 20er Reihen. Nee, das ist am Anfang so die ersten 10, 15 Kilometer, dann wird es wieder ein bisschen flauer. Und wenn man dann so durch einige Ecken von Brooklyn läuft, fragt man sich schon, ist hier überhaupt schon mal jemand gewesen? 77% der Deutschen kennen Peter Klöppel. Wahrscheinlich sind es jetzt wieder mehr. Wie ist das in den USA? 0%. 0% tatsächlich? Ja, also wenn man deutsche Touristen trifft, kann es passieren, dass da jemand sagt Hallo, aber Amerikaner, woher sollen die mich kennen? Keine Chance. Und die Kollegen, Michael Wolf zum Beispiel, Ulrike von der Grüben, die laufen ja auch? Die sind ja völlig talentierte Läufer im Gegensatz zu mir. Also Ulrike von der Grüben ist ja mehr so eine Gazelle, die wieselt da so ihre 10 Kilometer runter in knappen 50 Minuten. Aber Zeiten werden schon verglichen, ja? Ja, aber ich habe keine Chance. Jedes Mal, wenn ich mit denen gelaufen bin, war ich mindestens eine halbe Stunde oder beim Marathon eine Dreiviertelstunde hinter denen, was auch völlig okay ist. mir geht es wirklich nicht nur um die Zeit, die zählt auch ein bisschen was, sondern ums Ankommen. Wenn Sie viel Geld hätten, rein theoretisch, und Sie müssten sich entscheiden, 10 Millionen entweder Investment in Lukas Podolski oder nach Griechenland, wo würden Sie es hingeben, das Geld? Weder noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die Griechen kämen mit 10 Millionen von mir auch nicht klarer. Und Lukas Podolski, was soll ich mit Lukas Podolski? Also kann ja sein, dass er in 2 Jahren 20 Millionen wert ist. Nee, außerdem weiß man ja bei Fußballern, das geht ganz schnell mit dem Karriereende. Wobei ich das bei Lukas Podolski überhaupt nicht vorhersagen möchte. Ganz im Gegenteil, ich wünsche ihm alles Gute, dass er möglichst lange gut Fußball spielt. Auch weil ich natürlich als Wahlkölner ja doch auch ein bisschen an den Kölnern hänge, ich gebe es ja zu. Und da wünsche ich mir, dass er noch möglichst viele Tore schießt. So, Herr Klöppel, dann lassen wir Sie direkt vorm Sender wieder raus, sozusagen. Super, dann werde ich auch nicht nass. Genau. Danke. Bedanken uns herzlich für die Zeit. Ja, ciao, ciao. Und schöne Sendung heute Abend. Gute Fahrt. Dankeschön. Ciao. Ciao.